Jack Owen Spillman III. Wurde am 30. August 1969 im US-Bundesstaat Washington geboren. Bekannt wurde er als The Werewolf Butcher. Über sein Vorleben ist wenig bekannt, allerdings war er bereits wegen Vergewaltigung, Raub und Einbruchs angeklagt. Eine Klage wegen Vergewaltigung wurde 1993 fallen gelassen. 1994 missbrauchte und verstümmelte er die 9-jährige Penny Davis, deren Leichnam er in provokanter Pose in einem flachen Grab verscharrte. Nach erst 6 Monaten wurden ihre Überreste gefunden. Im April 1995 fuhr er nachts zu einem Haus, in das er eindrang. Er missbrauchte die 48-jährige Rita Huffman und ihre 15-jährige Tochter Mandy. Er verstümmelte und tötete beide und platzierte sie ebenfalls in provokanter Pose im Haus. Auf dem Heimweg wurde Spillman von der Polizei kontrolliert. Ein Messer mit leichten Blutspuren wurde ihm abgenommen und in ein Labor geschickt. Von diesem Zeitpunkt an stand Spillman für über eine Woche unter strengster Beobachtung der Polizei, bis das Messer analysiert war. Es stammte eindeutig aus dem Haushalt der Huffmans und das Blut stammte von den Opfern. Um der Todesstrafe zu entgehen, gestand Spillman zusätzlich den Mord an Penny Davis. 1996 wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt. Er befindet sich weiterhin in Haft und wird das Gefängnis wohl nie wieder lebend verlassen.